Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Es ist Montag. Das heißt, Max Out Monday. Es wird endlich wieder gemaxt, obwohl Sternstopp-Event ist. Aber dieses Event habe ich mir kein großes Ziel gesetzt. Dementsprechend müssen wir den Staub nicht behalten. Wir machen einfach so viel Staub, wie es halt in der Zeit geht. Vor allem wegen den schlechten Boxen. Checkt das Video. Ich habe ein Video zu den schlechten Boxen jetzt gemacht. Weil die Boxen halt momentan so schlecht sind, kann ich nicht mal durchgehen, während des Events Sternstück zünden. Dementsprechend kann ich nicht mal das Maximale ausnutzen. Aber wie gesagt, wir machen so viel, wie es halt geht. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützt wollt, gebt ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Und wir maxen. Ein Fritzeblitz bzw. Voltenso. 2-1 ist schon relativ hoch, oder? Ich habe noch einen Fritzeblitz, das hat 600. Aber denke mal, der ist höher. Ich habe jetzt endlich genug Bonbons. Wollte ich eigentlich schon länger maxen. Weil ja momentan Shiny Fritzeblitz in der Quest ist. Habe ich übrigens noch nicht. Falls jemand einen hat, kann er das auch gerne kommentieren. Vielleicht bringt es uns Glück. Und dadurch kriegen wir dann einen. Hin und wieder findet man ja die Quest, aber unwild findet man den auch hin und wieder. Aber bisher hatte ich noch kein Glück mit dem. Okay. Und dann, also wie jedes Mal, drei Pokémon. Jeden Max und Monday maxen wir drei Pokémon, damit wir da vorankommen. Auf meinem großen Ziel, oder mit meinem großen Ziel, jedes Pokémon einmal gemaxt zu haben. Am besten natürlich ein 100er, also die bestmögliche Variante, aber das ist nicht immer möglich. Und das sehen wir gleich im nächsten Beispiel. Im Nachhinein, irgendwann kommt vielleicht noch ein 100er dazu. Oder irgendwann kann man vielleicht trainieren und die Pokémon, die IV hochpushen. Und dann aus dem 98er mit ein bisschen Training diesen einen Wert rauf auf 100 pushen. Man weiß nie. Aber bis dahin muss ich halt den 98er dann gleich pushen. Ja, jetzt erstmal den 100er Voltenso. 2340. Max 100er Voltenso. Unser nächstes Beispiel ist nämlich vom Ultra Bonus Woche 2 und 3 noch. Eine Menge Tauros. Mein bestes war ein 93er Lucky, das habe ich nicht mehr, das habe ich weggeschmissen, weil ich es nicht brauche. Ich habe mich verbessert auf einen 96er, war zufrieden mit dem, habe mich dann nochmal verbessert auf 98 und leider dann nicht nochmal verbessert auf 100, sondern nur 93, aber 98 soll. Aber ist okay, den werde ich jetzt erstmal maxen. Habe versucht hier und da ein paar Towers zu tauschen, konnte mir jetzt nicht so viel ergattern, also habe jetzt niemanden getroffen, der alle seine Tauros mit mir tauschen wollte. Und die wenigen, die ich getauscht habe, da ist keins Glücks geworden, also ja, keine Chance gehabt auf der Jagd nach dem 100er. Am liebsten hätte ich natürlich mit einfach jedes Tauros getauscht und dann mit Glück vielleicht irgendwann ein Lucky bekommen und mit Glück dann dieses Lucky dann 100, aber das sollte nicht sein. Vielleicht kommt mal wieder irgendein Event. Oder ich bin irgendwo in Amerika, fangen wir ganz viele Tauros, vielleicht ist ein 100er dabei, aber ich tausche mir eins und es wird lucky. Und 100. Ah naja, 98 ist okay. Kangama natürlich 100, von den Safari-Zonen 2017. Pogenta 100, damals bei diesem komischen Event, wo er einfach aufgetaucht ist. Ansonsten regional, Gen 1 war es das ja. Pantimos natürlich 100. Da habe ich sogar schon sehr viele weggeschmissen. Oder weggetauscht sozusagen. Andere regionale sind natürlich seltener. Also das sind eigentlich die einzigen von Gen 1, die ich in gut habe. Gen 2 Corazon und Square Born. Habe ich nichts Gutes. Gen 3 auch nicht. Gen 4 auch nicht. Gen 4 habe ich nicht mal alle und dann Gen 5 natürlich noch nichts. Aber die gibt es ja auch noch nicht Shiny, also wenn es dann ein Shiny gibt, gibt es dann wahrscheinlich auch irgendwelche Möglichkeiten, die zu bekommen und dann kriege ich da vielleicht einen guten. Was habe ich vorhin gepusht? Nichts von Gen 1, genau. Gen 1 fehlen mir noch 9 Pokémon, die ich auf Max haben will. Und nach dem Tauros hier dann nur noch 8, also nicht mehr so lange. Dieses Jahr auf jeden Fall wird noch Gen 1 fertig gemaxt und wahrscheinlich auch Gen 2. Und dann 2020 pushen wir auf jeden Fall Gen 3 fertig, da fehlt eigentlich auch nicht so viel. Und höchstwahrscheinlich auch Gen 4. Vor
Vor allem Gen 4 wird relativ billig, weil da habe ich nicht so viele 100er, keine Map-Zeiten, sondern eine Menge ertauschter 98er Lucky. 98 ist okay zu maxen und Lucky ist natürlich saftig, was Sternstaub anbelangt. Ist ja billiger. Und wir fallen heute auch wieder unter die 1 oder 6 Millionen. Unter die 1 Million, die wir während des Events gemacht haben bisher. Ich hatte auch eigentlich gar nicht genug Bonbons. Nur durch das Event und durch die ganzen Towers, die ich gebrütet hatte, habe ich so viele Bonbons jetzt bekommen. Und am Anfang fast nie Towers gebrütet und dann am Ende eigentlich nur noch Towers. Und da kommt relativ hoch, nicht schlecht. Und Power noch, dann Hammers. Ah, ich habe mich lange gezähmt. Nicht gezähmt. Zurückgehalten, den nicht zu pushen, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ja, die Hoffnung ist gestorben erstmal. 26-14. 98er Taurus. Und dann als nächstes. Oh, eine kleine Überraschung. Ich habe eigentlich 200er Mumpfucks so. Ich hatte eigentlich irgendwann mal vor, einen von denen zu maxen, weil ich nie einen 100er Galaxo bekommen habe. Er und ich waren nie gute Freunde. Auch einer meiner letzten Gen 1 Einträge, die mir gefehlt hatten. Ich habe auch mehrere verpasst. Und jetzt dann auf der Mac in Erfurt habe ich einfach so einen 100er Erlös bekommen. Also noch ist er nicht erlöst, aber wir erlösen ihn gleich. Bam! 100er. Und nicht vergessen, die Erlösten kosten auch weniger zum Pushen. Boom. Level 25 ist übrigens. Zack. Das heißt, ich muss meine Mumpfucks nicht mehr maxen. Was an sich auch eh unsinnig war. Ich hätte den nämlich nicht entwickelt, sondern max 100er Mumpfucks oder so gelassen. Einfach weil Relax und ich nie so enge waren, aber jetzt ist er doch noch zu mir gekommen, sehr überraschend. In der Mac oder auf der Mac in Erfurt war ja dieses Rocket Event, Rocket Bonus, weil überall eine Menge Rocket Stops waren. Da habe ich natürlich eine Menge mitgemacht. Weil eben Staubbonus 1000 mit Sternstück 1500, habe einfach eigentlich jeden mitgenommen und ja, zufällig den hier bekommen. Habe noch einen anderen sogar bekommen. Seht ihr aber im Mac-Video. Das heißt, das hier ist ein kleiner Spoiler zum Mac-Video morgen. Ich schaffe es leider nicht mehr, das Video heute noch hochzuladen. Aber auch hier dann, eins von Gen 1 abgehakt, aber der zählt nicht zu den 9 oder jetzt 8 von Gen 1 Kanto. Weil wie gesagt, ich hatte ja vor, das Mumpfuck so zu maxen. Deswegen hatte ich Galaxo eh nicht in der Liste für Gen 1. Heißt, es fehlen immer noch 8. Unter anderem Kikli und Nocturne. Oh, offensichtlich, ihr wisst, ich jage das 100er Nocturne. Wenn ich das habe, dann werden Kikli und Nocturne zusammengemaxt. Mauzi fehlt noch, Vulpix, Pikachu. Pikachu wird als letztes offensichtlich von Gen 1 gemaxt, oder Gen 1 Pikachu und sowas. Und Mauzi halt, wenn Shiny Mauzi kommt und irgendwie was mit Giovanni jetzt demnächst Rocket und sowas. Und muss man überlegen, habe ich eigentlich hier die Liste? Da fehlt eigentlich nicht mehr so viel. Irgendwas fehlt noch. So, schauen wir doch mal schnell nach hier. Und unter die 6 Millionen gefallen. Oh, das heißt, heute wieder 4 Tage haben wir noch Zeit zum Staubfarmen. 100er? Ne, nicht 100er. Max. Das ist die Liste. Wo ist die Liste? Ach, hier Max, Max. So, Max brauche ich noch. Pixie. Ah ja, Pixie. Voltoball, den gibt es auch noch nicht shiny. Wenn der mal shiny rauskommt, wird er auch gemaxt. Und Ditto. Ditto auch einer der letzten wahrscheinlich mit, zusammen mit Pikachu bzw. Raichu dann. Das heißt, Voltoball, wenn der mal shiny rauskommt, irgendein Event. Mauzi, irgendein Event. Nocturne, wenn ich 100er bekomme. Pixie und Vulpix können wir das nächste Mal auf jeden Fall maxen.
Und dann haben wir Gen 1 eigentlich fertig. So. Und hier mein erstes 100er Galaxo Max. Allgemein mein erstes Galaxo Max. Ich habe nie einen gemaxt, weil ihr wisst, Galaxo und ich waren keine guten Freunde. Saftig. Und natürlich mein erstes Erlöser auf Max. Und wir haben hier noch eine Box am Start. So, wie immer eine Box. Grüße gehen raus an King's Loot. Link ist unten in der Beschreibung. Jeden Monat eine Box bezüglich Anime, Gaming, Manga, Nerd und Geek-Stuff. Also passend für uns. Schauen wir doch mal. Rick and Morty, ein Pin. Für meine Pinsammlung. Wir haben letztes Mal einen richtig krassen Pin bekommen. Der liegt noch hier, Alter. Der ist zu krass. Aber Rick and Morty auch ganz cool. Hab die Serie aber nie abgecheckt. Ein Untersetzer mit einem Motiv, das mir nichts sagt. Aber mir sagt vieles nichts. So. Rocket Pop Keychain Gargoyles, Mann. Ich kann mich an die Figur nicht mehr erinnern, aber ich kann mich an Gargoyles erinnern. Gargoyles richtig geil, von meiner Kindheit. Schreibt unten in die Kommentare, wer sich noch an Gargoyles erinnert. Super RTL damals. Heftige Serie. Noch ein Rick and Morty Zeugs. Irgendeine Plüschfigur. Sieht echt sehr strange aus. Ist aber schön weich. Dann haben wir das große, den großen Knaller. Es ist ein, ich weiß nicht, wie man das nennt. Es ist sowas, wo man sein Ei reinlegt. Im Buzz Lightyear Uniform, sag ich mal. Ist schon ganz witzig. Toy Story natürlich auch sehr geil gewesen. Und zu guter Letzt haben wir mal ein Shirt am Start. Ist sogar echt chillig, das Motiv. Einfach so ein Fragezeichen, ein paar random Mustern. Das ist echt chillig. Gefällt mir. Vielen Dank, King's Loot. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr gemaxt habt oder gepusht habt. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.